auch, das Damenfinale ist jetzt passé. Die Damen von der SG Meusburg, Holwede, Halbes Bostel, haben mit 3:1 gewonnen und das nach einem 1:0 Rückstand. Wir haben fast schon traditionell die Blümel-Sisters hier, Saskia und Svea. Mit Svea unter anderem die Doppeltorschützin. Aber wir fangen trotzdem mit der Schwester an, Saskia. Ja, erzähl doch mal, 1:0 zurückgelegt und dann das Ding noch gebogen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Ja, im ersten Moment haben wir gedacht, scheiße, das ist echt dumm gelaufen. Vor allen Dingen, weil wir in der Liga auch gegen Jesteburg verloren haben. Bisher unsere einzige Niederlage. Aber ich glaube, der Siegeswille war dann doch ein bisschen höher als bei Jesteburg im Endeffekt. Sodass wir doch nochmal alles reingeworfen haben. Und ja, mit meiner Schwester auch eine Top-Torschützin oder die Top-Torschützin aus unserer Liga dabei hatten. Sodass wir da eigentlich dann auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr haben anbrennen lassen. Okay. Ja, Svea, du hast, wie gesagt, ja als doppelte Torschützin geglänzt. Sag mal, was ist das für ein Gefühl? Sind ja noch ein paar Zuschauer hier. Wenn man da zwei Tore schießt, ist das irgendwie was Besonderes oder für dich schon absolut Routine? Ja, es ist immer schon was Besonderes, gerade auch im Pokalfinale nach 4 Malen. Also wir standen jetzt schon seit fünf Jahren viermal im Pokalfinale und ich habe irgendwie nie getroffen. Und die Saison habe ich irgendwie Lauf und es ich treffe, aber es ist ja halt auch immer nicht nur eine einzelne Person, sondern komplett die Mannschaft. Und ohne die Mannschaft würde ich halt nicht treffen. Okay. Muss man halt auch mal so sagen. Ja, dann zum Abschluss vielleicht. Wo geht's heute noch hin? Was startet ihr noch? Ja, wir fahren jetzt gleich mit unserer Busfahrerin Annemarie zurück nach Meusburg. Da haben wir ja eine ganz tolle Sportanlage, einen super Balkon, wo die Sonne noch scheint. Ja, und da werden wir uns nochmal den einen oder anderen gucken. Ja, dann vielen, vielen Dank an die Mädels und noch einen schönen Tag. Ich muss